Hallo und willkommen zurück bei Schwengeldieter. So, wir sind mittendrin bei Craft the World. Und als nächstes wollen wir ja ganz gerne, so, erstmal wieder zurückschauen, wo wir sind. Brauchen wir auf jeden Fall erstmal noch einige Rucksäcke und danach widmen wir uns hier mal der fortgeschrittenen Rüstung. So, was gibt's denn hier eigentlich Neues? Oh, Eisenstiefel, cool. Ich habe noch überhaupt keine Schuhe und wow. 10 Rüstung. Ich meine, ich kann sie zwar noch nicht selber bauen, aber ich gebe sie jetzt einfach mal dem ersten Nahkämpfer hier. Wunderbar. Ist doch perfekt. Hat er nicht gerade angezeigt, dass da was Neues wäre? Komisch. So, als nächstes schauen wir mal, was brauchen wir denn für eine Stahlaxt? Ja, das ist ja jetzt die nächste Stufe, die wir machen können. Wir können aber jetzt auch schon eine Stahlkeule. Die hat, ja, auf jeden Fall guten Schaden von 20. Okay, aber ich denke, die Stahlkeule machen wir erstmal noch nicht. Wir werden erstmal die Stahlaxt und die Stahlspitzhacke bauen. So, dafür brauchen wir Stahlbarren. Wir haben ja bereits in weiser Voraussicht, und weil es ja auch ganz klar war, bereits einiges an Eisenbarren geschmiedet. Brauchen aber, wenn ich mich nicht täusche, Moment, wir wollen, also ich sag mal, wir machen mal gleich 12 pro Stück. Das heißt, wir brauchen davon 24 plus 12, wir haben schon 30. Gut, also wir brauchen noch 6, aber da wir die Teile immer mal wieder gebrauchen können, nehme ich an, machen wir gleich mal noch 20. Außerdem haben wir auch genug Erz und Kohle sowieso. So, kann er erstmal damit anfangen. Außerdem hier oben, super wäre natürlich, wenn wir, okay, wenn wir Mehl mahlen, bringt es uns nicht so viel. Wir bauen auf jeden Fall ein Sieb, um das hier mal zu erhöhen. Moment, hier müsste das Sieb sein. Da ist das Sieb, wunderbar. Ja, gut, 2 Bretter und ein Seil. Ist jetzt nicht so günstig, aber wir bauen es jetzt einfach mal, damit wir da halt auch vorankommen. Weil es ja schon ein bisschen nervt. Hier ist ein Buch des Bogenschützen. Ja, das nehme ich mit. Warum nicht? Oh, ach, die gehen alle schlafen. Habe ich die gerade schlafen geschickt? Ja, ich glaube ja, ne? Gut, aber sollen sie machen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich will die davon gar nicht abhalten. Weil, naja, man weiß ja nicht, wann hier die nächste blöde Goblin, nicht Festung, sondern Goblin-Hütte entsteht. Und man dann halt schon wieder, ja, die eigene Hütte voll hat mit den blöden Viechern. Und wenn die, uns dann hier wieder zusetzen, habe ich keine Lust, dass wir da wieder so ein großes Problem haben. Deswegen, alles gut, machen wir das mal so. Ich setze hier mal noch, um das wieder zu erhöhen, so ein Zauberwald. Mann, der reicht aber weit, oder? Ich meine, bis hierhin ist das Ding aus dem Boden geschossen. Ich wusste gar nicht, dass es so weit reicht. Ich dachte, das wäre jetzt quasi nur innerhalb dieser 4 Felder, aber das wächst ja hier alles wie Unkraut. Aber interessanterweise auch genau da, wo ich gemacht habe, also wo ich raufgeklickt habe, ist irgendwie gar nichts gewachsen. Allerdings halte ich das jetzt erstmal nur für Zufall. Und hier unten ist ein Busch gewachsen. Sehr schön. Naja, den nehmen wir gleich mit. Oh, Wasser. Ja, Wasser nehmen wir mit. Ja, genau. Ja, sehr gute Idee. Fantastisch, was ich hier wieder gemacht habe. Interessant finde ich aber, dass er jetzt hier, weil er ja hier gerade runtergefallen ist, jetzt läuft er zur anderen Seite, ne? Total spannend eigentlich, weil es war ja die ganze Zeit immer das Problem, dass sie unbedingt nicht bei der anderen Seite hoch wollten. Jetzt nimmt er die andere Seite. Okay, also scheint irgendwie, weiß ich nicht, der beliebtere Weg hier zu sein. Nee, sag mir jetzt nicht, dass du jetzt auch da hoch gehst, dann flippe ich aus. Nee, tut er nicht, ne? Der will hier nur sammeln. Ey, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Es kommt anscheinend drauf an, was zuerst gebaut wird. Kann das sein? Ey, das wäre ja dermaßen lächerlich, wenn die immer nur von einer Seite hochgehen. Gut, will ich mich jetzt nicht weiter mit beschäftigen, sonst rieche ich mich hier nur auf. Halt, hier nach oben wollte ich. Das Sieb, Ach ja, das Sieb ist im Bau, okay. Zauberwald bringt schon gar nichts mehr. Ah doch, doch, bringt genauso viel wie das Sieb. Eine Mühle würde was... Und Getreide, ich verstehe nicht ganz, also was... Getreide ernten bringt mir was? Nee, Getreide ernten bringt mir was, kann er nicht sein. Apropos, wo ist denn mein Getreide hin?
Ich habe doch hier einen Haufen Getreide geerntet, oder? Das verstehe ich jetzt. Also erstmal, du bist hier wirklich, du bist der Allerschärfste. Junge, was machst du denn da? Der ist hier runtergefallen und lief jetzt nicht weiter hoch. Das kann nicht sein Ernst sein, oder? Mann, ey. Komisch. Hier war doch ein Haufen Getreide. Ich bin jetzt ganz verwirrt. Wo ist denn das Getreide hin? Ich hatte doch erst danach das Brot, beziehungsweise das Mehl in Auftrag gegeben, oder? Gut. Ich glaube, dass ich hier noch so zweimal einen Zauberwald machen kann und dann... Na, Hallöchen. Braucht der Zeit zum Aufladen oder was? Anscheinend. Oder es kann nur... Ach so, vielleicht kann auch einfach nur ein Zauberwald gleichzeitig aktiv sein. So, dann müsste ich ja jetzt hier den nächsten machen können. Ah, ist er immer noch aktiv? Nee, komisch. Ah, jetzt hat es wieder funktioniert. Gut. Ah ja, und jetzt habe ich das auch abgeschlossen. Perfekt. Kriege eine neue Aufgabe. Die Edelmetalle. Das werden wir auch mal irgendwann machen. Ah ja, und fortgeschrittene Kochkunst. Perfekt. Gut, fortgeschrittene Rüstung. Also fortgeschrittene Kochkunst ist ja jetzt hier oben. Wir können jetzt einen Steinofen bauen. Wir haben ja jetzt, was haben wir eben gebaut hier? Moment. Wir haben doch schon so einen großen Ofen, oder? Naja, gut. Egal. Bauen wir auf jeden Fall mal einen Steinofen. Das kann nicht schaden. So, Stein. Stein für einen Steinofen. Ja, das macht auch Sinn. Und Kohle. Ja, teuer ist auch eigentlich nicht, der Steinofen. Nur ein bisschen aufwendig zusammenzusetzen. Die Schöpfkelle. Steigert die Effizienz der Kochfertigkeit. Naja, nur damit wir das fertig haben, bauen wir das mal. Obwohl, eigentlich ist es sogar Unsinn. Kann man es wieder abbrechen? Weil eigentlich können wir ja so viel Apfelkuchen und Brötchen und so weiter bauen. Glaube nicht, dass wir das wirklich brauchen. So, jetzt backen wir erstmal Brot. Oh ja, toll. Die Eier sind nicht besonders viel gewesen. Aha, Brot können wir anscheinend auch so backen, ohne diese Kochstelle, die wir da gesehen haben. Warum kann ich nur so wenig Brötchen... Ach so, ja, richtig, richtig. Und Apfelkuchen. Für Apfelkuchen brauchen wir wieder ein Ei. Gut, dann lasse ich jetzt erstmal das Mehl noch da. Der hat ja sowieso jetzt erstmal zu tun, der Koch. Der Koch müsste doch jetzt hier oben an die große Stelle gehen, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Naja, warten wir es erstmal ab. Meine Zwerge sammeln hier hinten noch ein, ne? Hier war doch... Ja, zum Beispiel, er trägt ja gerade ein Ei rein. Das ist halt perfekt. Er trägt übrigens auch ein Ei rein. Das ist ja wunderbar. Mhm, und hier ist ein Hühnchen. Das nehmen wir gleich noch mit. Um das Ei noch abzustauben. Ist einfach mal ein Baum unten gewachsen. Unter der Erde. Oder halb unter der Erde halt. Hier angeln wir mal noch. So, jetzt beschleunigen wir mal das Ganze noch ein bisschen. So, er backt hier fleißig Brötchen und Brot abwechselnd, wunderbar. Ich werde angegriffen. Wo werde ich angegriffen? Achso, so ein einzelner Zombie hier wird mich nicht weiter stören. Sag mal, hier liegt ein Rucksack. Wie kommt denn der da hin? Den kann doch nur einer verloren haben. Oder er wurde halt den kann doch nur einer verloren haben, als er getötet wurde, oder? Komisch. Irgendwie will keiner sich diesem Huhn hier annehmen. Na doch, der Kollege hier. Schnellen Schrittes. Huhn, du hast keine Chance. Ja, perfekt. Ach, da kommen sogar zwei Eier raus aus so einem Huhn. Ist ja wunderbar. Bin ich ja zufrieden. So. Oh, fester Rucksack. Mann. Habe ich ja schon wieder einiges. Die kann ich ja unbedingt verteilen. Weil wenn die hier gerade alle ankommen mit haufenweise Zeug, was sie eingeladen haben, macht es ja auf jeden Fall Sinn,
dass sie gleich noch mehr mitbringen können. Denn dieses hier, also diese Sachen müssen sie ja sich ja zum Glück nicht extra holen. Sondern die haben sie ja von Anfang an. Also nicht von Anfang an, sondern sobald ich halt draufklicke, haben sie die. So. Okay, jetzt fertige ich mal welche von diesen Stahläxten. Ich werde erstmal... ich fertige jetzt gleich 12 davon jeweils. So, 12 davon. 12 davon dürfte ich jetzt noch nicht können. Genau, ich habe, wenn ich mich nicht täusche, noch genau ein zu wenig. Ah, nee. Hä? Ach ja, 25 hatte ich ja, nicht 23. Ja, perfekt. Okay. Jetzt bin ich auch, also wenn das alles fertig gemacht ist, sieht man ja hier, bin ich ja schon fast durch. Dann könnte ich hier, obwohl ich will aber gar keine Lederstiefel. Leder ist eigentlich relativ, habe ich nicht so viel. Na gut. Erstmal das hier machen lassen, das braucht ja noch ein bisschen. Und hier wird fleißig gebacken, da kann ich auf jeden Fall gleich noch den Apfelkuchen hinterher schieben. Moment, ist der jetzt etwa schon wieder fertig? Wahnsinn. Er ist zwar nicht fertig, er muss tatsächlich noch ein Brötchen backen, aber der ist sowas von schnell. Das kann ich überhaupt nicht, also ich weiß gar nicht, wie das geht. Die anderen brauchen immer für alle Sachen 1000 Jahre und der ist sowas von flott mit seinem in der Küche. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Was mich aber auch sehr interessieren würde, ich glaube, dass der Typ ja ständig hier kocht, ne, an der kleinen Stelle. Das ist natürlich meine Frage. Ist das jetzt weniger... also braucht der da länger als an der großen Kochstelle? Warum soll ich sonst eine große Kochstelle bauen? Wisst ihr, was ich mache? Ich entferne jetzt mal das Lagerfeuer. Ist vielleicht auch nicht so ganz freundlich, ihm direkt unter der Nase das Feuerchen wegzuhauen. Aber er soll jetzt mal hier nach oben gehen. Ich hoffe doch, das wird er gleich machen. Okay, jetzt macht der Kollege weiter. Also, okay, entweder der hier ist deutlich schneller oder... Ja, okay, der ist auch ein Koch. Moment. Ah, nee, der hat nur 17. Ich weiß jetzt zwar nicht, was der andere war, aber so schnell dürfte der hier ja eigentlich nicht sein. Aber das geht deutlich schneller hier an dieser Kochstelle. Okay, sie laufen alle nur wild dahin. So, hier ist schon wieder ein Huhn. Das nehme ich auch mit. Und während ich jetzt hier... da fleißig zusammenbaue, könnt ihr einfach mal hier ein bisschen abholzen. So, ich hoffe jetzt, dass die Leute trotzdem noch weiter kochen und hier weiter arbeiten. Aber also zumindest die beiden haben ja nicht aufgehört, das ist schön. So, und in diesem Zuge kann ich ja jetzt gleich, denn die... Ja, alle Rucksäcke sind ja alle schweren, nee, großen, wie heißen sie? Festen. Alle festen Rucksäcke sind jetzt da. Dann kann ich die auf jeden Fall gleich noch verteilen. Perfekt. Und ich hätte sogar schon... Ja, die kann ich ja schon... Hoppala. Kann ich ja schon mal an die ersten verteilen, oder? Die Stahl... Halt, das ist Eisen, das ist Stahl. So, und hier hat irgendwer, ja, der letzte hatte nämlich noch eine Steinaxt. Der hat jetzt auch mal zumindest die Eisenaxt, bis er dann gleich die Stahlaxt bekommt. Bögen, gibt es auch noch welche hier im Angebot? Jetzt frage ich mich gerade, woran das liegt. 1, 2, 3, 4. 4, also einer davon kriegt auf jeden Fall noch einen Bogen. Muss ich mal schauen, ob hier irgendwer Bogenschütze ist zufällig. Ja, der hier, aber der hat schon einen. Das ist ein Nahkämpfer. Der hier, ne? Das wäre doch sinnvoll. Der kriegt noch einen Bogen. Und der kann hier vielleicht auch gleich Bogenschütze werden. Ja, perfekt. Buch des Bogenschützen. Der Schmied. Dann kann er sich auch wunderbar verteidigen. Sag mal, ich hatte doch vorhin 5 Holzhelme und Holzrüstung gebaut. Ist davon was kaputt gegangen? Kann das überhaupt kaputt gehen? Weil jetzt hat 1, 2, 3, 4... Jetzt haben doch nur noch 4 Leute. Komisch. Oder das liegt noch irgendwo, wo ich jetzt gerade nicht ankomme. Nee, das kann eigentlich nicht sein, ne? Ich schicke mal wieder die ins Bett, die schlafen müssen.
So, wie schaut's denn hier aus? Also, fortgeschrittener Bau. Ja, hier muss ich auf jeden Fall noch was tun. Und hier, ja, hier muss ich auch noch was tun. Hier wird anscheinend auch gar nichts mehr gemacht. Ah doch, der Apfel. Okay, ein bisschen Apfelkuchen wird zwar noch gebaut, aber das wird auf keinen Fall reichen. Dass ich fertig bin. Ach so, ich muss erstmal Mehl. Ja gut, das heißt, ich baue jetzt erstmal. Ich pflanze jetzt hier wieder Getreide. Und ich hoffe jetzt einfach mal. Weil irgendwie ist das komisch, dass ich hier jetzt nur noch dreimal Getreide habe. Eigentlich kann das nicht sein, ne? Eigentlich hatte ich ja. Eigentlich müsste ich viel mehr Getreide haben. Bin der Meinung, dass ich von dem, was ich dort hatte, nichts ausgegeben habe, was ich dort abgebaut habe. Ich hatte ja vorher irgendwie so 10 oder 15, dann habe ich hier ein bisschen was gepflanzt und den Rest habe ich verarbeitet bis auf 3. Aber das, was hier wieder rauskam, und das wurde ja abgeholzt und oder geerntet, und dann lag ja hier auch Getreide rum, das habe ich doch gar nicht verarbeitet. Wo ist denn der Kram hin? Mann, Leute, jetzt geht ihr wieder hier hoch. Ich flippe aus, wirklich. Finde ich irgendwie merkwürdig. Vielleicht finde ich ja noch raus, woran es liegt. Warten wir mal ab. So. Hast du schon Getreide? Ne, du pflanzt jetzt Getreide. Ah ja, und die beiden auch. Okay, perfekt. Weil das Getreide ist ja relativ wichtig, da ich ja jetzt, naja, für all diese Sachen brauche ich ja jetzt Mehl. Und Mehl kriege ich ja dann nur dann, wenn ich. So. Wenn ich eben Getreide hier selbst anbaue. Oder ich gehe halt auf die Suche, aber ja, bis hierhin und dann für 6 Mal Getreide. Oh, das sind doch die einzigen Getreidefelder. Wow. Das will ich sowieso nicht machen, weil ich weiß nicht genau, ob Getreide wiederkommt eigentlich mit der Zeit. Es wäre spannend zu wissen, aber falls Getreide nicht wiederkommt, will ich natürlich nicht hier die letzten Getreidedinger abbauen. Ich frage mich auch gerade, ob das irgendwann von alleine verfällt, aber nee, dürfte eigentlich nicht, ne? Das bleibt, glaube ich, so lange, bis ich es ernte. Und wenn ich es nicht ernte, dann verfällt es auch nicht. Glaube ich. Hier steht aber viel Wasser. Ah, gut, der macht. Ach so, meine ganzen Sachen hier sind übrigens weg, meine ganzen Fallen. Das ist ja für mich nicht schlimm. Aber ja, weil die hier immer wahrscheinlich die Zombies lang gekommen sind. Interessant. Okay, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich baue jetzt das Ding hier ab. So. Jetzt müssen die sich zwangsläufig einen neuen Weg überlegen. Und dann werden sie ja hoffentlich wohl checken, dass sie hier hochgehen. So. Wenn der jetzt nämlich merkt, ey, da komme ich ja gar nicht lang, dann fällt ihm jetzt doch auf. Ja, genau. Hey, da ist ja noch ein Weg. Der übrigens sowieso viel sinnvoller gewesen wäre. Warum nehme ich ihn nicht von Anfang an? Ich bin ein Idiot. So. Ja, jetzt nutzen sie den Weg. Komisch. Aber, na klar, okay, alle, die sich von Anfang an diesen Waypoint hier gesetzt hatten, laufen natürlich noch bis dahin und die müssten jetzt aber gleich hochgehen. Genau, weil die ja schon direkt danach, schon direkt nachdem sie alles eingesammelt hatten, halt wahrscheinlich gemerkt haben, okay, da kann ich hoch, also gehe ich da hoch. So. So, der macht immer noch fleißig Eisen. Müsste aber eigentlich demnächst fertig sein, oder? Mit allem? Ja, noch 3 Stück jeweils und Eisen macht dann noch gar nichts mehr. Oh, perfekt. Wunderbar. Und ihr, wie viel habt ihr hier noch abzuholzen? Ach, ist ja auch nicht mehr viel. Ah, liegt noch ein bisschen was rum. Naja. Sollen sie mal alles einsammeln, was sie so können. Und dann verteile ich die neuen Sachen. Ich werde angegriffen. Ach so. Die normalen. Der normale nächtliche Überfall quasi, hoppala. Ach Mann. So. Du sollst doch nur das Viech mitnehmen. Okay. So, wunderbar. Ah, von der Seite kommen jetzt natürlich wieder welche. Richtig, richtig, richtig.
Ah, ich setze jetzt doch wieder die Teile hier. Ach, dann sollen sie halt außen rumgehen. Was sowieso am sinnvollsten wäre, ich glaube, das kann ich auch demnächst machen, ist, wenn ich hier in der Mitte, ah ja, hier, also eine Eisenluke. Ich glaube, die Eisenluke dürfte es dann das Problem lösen. Ich weiß gar nicht, ob, kann ich schon irgendwas vorher bauen? Nee. Kann ich halt in die Mitte nochmal so ein Ding setzen. Ja, die Frage ist natürlich, ob sie es verwenden. Ne? Das ist ja. Heißt ja nicht, dass sie es verwenden, nur weil ich das da hinsetze. Haben wir ja jetzt mittlerweile schon gesehen. Okay, ich glaube jetzt sind. Nee, ist immer noch eins zu tun. Aber egal. Denn ich hatte ja eh mehr gebaut. Huch! Warum habe ich denn jetzt noch so viele Stahlhacken? Und so wenig Äxte? Hä? Habe ich unterschiedlich viel gebaut? Habe ich doch eigentlich nicht, oder? Doch, muss ich ja. Was habe ich denn da gemacht? Das verwirrt mich jetzt. Oder hier liegen noch. Ja, okay. Da liegt also zumindest eine. Liegt da noch, aber ich habe trotzdem anscheinend unterschiedlich viel gebaut. Also, besonders klug war es nicht. Denke ich mal. Aber gut. So, der Kumpel stirbt hier auf jeden Fall. Ah, cool. Krieger plus 1. Das ist natürlich auch gut. Und jetzt fertige ich noch das, was ich eigentlich nicht wollte, ne? Genau. Jetzt mach ich mach mal hier einfach. Ach so, warum eigentlich? Ich kann ja Schuhe machen. Schuhe habe ich nämlich noch gar nicht. Lederstiefel. So. Lederstiefel, ein Seil und zack, perfekt. 200 habe ich. Ah, fortgeschrittene Bewaffnung. Jetzt kommen wir in die guten Regionen hier. Langbogen, der macht schon mal 30 Schaden statt 20. Das Stahlschwert mit 25 Schaden. Ja, ganz genau. Perfekt. Oh, hier brauche ich einen Haufen Seile. Und der Holzstab macht Schaden 10. Da muss ich mir bei Gelegenheit nochmal anschauen, wann es Sinn macht, einen Holz, also einen Magier zu verwenden. Weil mir ist schon letztes Mal aufgefallen, dass diese Magierwaffen theoretisch sehr wenig Schaden machen. Also 10 Schaden ist ja ein Witz, ne? Also schon meine normale Keule hier macht ja 15. Hä? Wieso macht der nur 10 Schaden? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber also, sicherlich macht es in irgendeiner Form schon Sinn. Also ich glaube nicht, dass sich die Entwickler dabei nichts gedacht haben. Also so nach dem Motto, die Magier sind einfach generell sinnlos, fertig. Das wird es wohl nicht sein, sondern vielleicht ist das auch gar nicht in Schaden pro Sekunde angegeben, sondern halt vielleicht nur in Schaden pro Schuss und der schießt halt nur alle 3 Sekunden oder sowas. Aber. Ja, muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wie das aussieht. Ja, ich werde auf jeden Fall auf die Stahlkeule verzichten, denn ich mache 20 Schaden. Das Schwert ist auf jeden Fall schon besser. Okay, das Schwert kostet natürlich. Ich meine, mit 4 Stahlbarren pro Schwert, wohlgemerkt, ist ja wahnsinnig teuer. Aber aus diesem Grund werde ich mich jetzt auch gleich mal in den Untergrund begeben, glaube ich. Ich überlege nur, ob ich vorher eventuell. Ah ja, das ist cool. Ich werde vorher auf jeden Fall die grundlegende Alchemie freischalten, weil dann habe ich nämlich auch die Wichtel. Wobei, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, nee, dafür habe ich gar nicht genug Mana. Das macht noch gar keinen Sinn. Aber, ja, ich glaube, ich werde mich in den Untergrund begeben, um das benötigte Eisen dafür zu suchen, beziehungsweise abzubauen. So. Hier liegt auch eine Axt. Woher kommt die denn? Wie kommt die denn dahin? Okay. Eigentlich wahrscheinlich eine einfache Erklärung. Wahrscheinlich hat irgendwer, der eine Axt hatte, sich überlegt, hey, ich hol mal noch ein paar andere Sachen. Und dann hat er alles fallen lassen, weil er wahrscheinlich irgendwas angegriffen hat. Ja, ich nehme mal an, dass es so gewesen ist. So. Und als nächstes. Hä? Anscheinend, diese Pflanzen ignorieren anscheinend doch die Lichtquellen.
Anscheinend ist denen Licht scheißegal. Ich frage mich gerade, wie ich das dann verhindere. Aber wahrscheinlich kann ich das gar nicht verhindern. Wahrscheinlich sind die Pflanzen einfach da und fertig. Also, okay, irgendwie werde ich die Pflanzen... Also ich kann sie natürlich einfach abholzen, aber ich meine, dass sie überhaupt spawnen, kann ich anscheinend nicht wirklich verhindern. So, jetzt schaue ich mal. Wo hatte ich denn hier noch... Ich hatte doch noch so ein großes Feld. Ja, hier ist alles gemixt. Ein bunter Mix. Oh, und hier ist viel Eisen, das brauche ich. Und den Kollegen greife ich immer noch nicht an, diesen Scrollkeeper, der hier rumgammelt. Auf keinen Fall. So, jetzt sieht es aus, als würden die alle nur noch rumstehen. Dann... Okay, ne? Ja, ich glaube, jetzt haben sie alles abgeholt, ne? Ja, sieht gut aus. Und ich dürfte jetzt... Ich habe jetzt auch wahrscheinlich richtig viel, ne? Ich habe jetzt 480 Holz. Ich brauche auf jeden Fall demnächst noch einiges an Brettern. Deswegen kann ich hier schon mal 40 Bretter bauen. Ich habe reichlich Wolle. Und Seile brauche ich auch gleich noch zuhauf. Deswegen... Okay, 25 Seile. Das klingt erstmal gut. Und jetzt brauche ich vor allem Stahl. So, und dann kann ich hier schon mal... Huch. Hä? Ach, ist das hier Max? Ne, das steht auf 50. Jetzt mache ich hier 75. Ach so, ja, klar. Sind ja auch mit jedem, kommen ja auch zwei raus. Okay, ich mache jetzt erstmal 60 Stahlbarren. Die brauche ich definitiv noch. Und der Rest kann sich jetzt nach unten begeben. Moment, Moment, auf mein Kommando, wenn ich denn... Das hier war der Platz, ne? Ja, hier war der Platz. Ja, und das ist auch der Grund, weshalb die da die ganze Zeit hingammeln wollen. So. Genau hier starten wir. Sag mal, was ist denn eigentlich hier unten? War ich hier schon? Moment, Moment, Freunde. Nicht so flink. Mann, jo. Leute, was soll der Quatsch? Moment, ich höre jetzt erstmal hier auf der Seite auf. Denn da will ich ja jetzt erstmal noch gar nicht hin. Und hier baue ich erstmal eine Fackel ein, damit wir hier nicht die ganze Zeit das Problem haben. Okay, hier baue ich auch mal eine Fackel hin. Mann, hier geht's aber echt ein paar Meterchen runter. Na gut. Ach so, oder? Ich könnte es natürlich auch einfach von oben abbauen. Ich bin ja auch... dann muss ich hier nicht... Finde Edelmetalle. Habe ich Mithril gefunden? Nee. Habe ich doch gar nicht gefunden. Das hatte ich doch aber schon vorher gefunden. Also das... Es verwirrt mich. So...